Hallo und herzlich willkommen zum 18. Türchen im Comicladen Adventskalender und dem 18. Comic, den ich euch als Geschenk für euch selbst oder eure Lieben für den Weihnachtsbaum empfehle. Und der Comic, um den es heute geht, ist Ecke aus dem Splitter Verlag. Bevor wir loslegen, muss ich darauf hinweisen, dass ich diesen Comic kostenlos von Splitter erhalten habe, um ihn als Rezensionsexemplar vorstellen zu können. Allerdings habe ich mir die Folgebände auch inzwischen schon selber gekauft. So überzeugt bin ich von Ecke. Und das, obwohl Ecke stilistisch überhaupt nicht in meine Sammlung passt. Wie kommt's, dass ich trotzdem alle bisher erschienenen Bände von Ecke in meiner Sammlung stehen habe? Weil die Geschichte einfach herzzerreißend, urkomisch umwerfend ist. Ich weiß, das klingt jetzt nach Mega-Werbung, aber es ist wirklich so. Ich stehe sonst auf Superhelden-Comics oder auf durchaus recht brutale Erwachsenen-Comics, Horror-Stuff und so weiter, finde ich alles super. Und das hier ist was völlig anderes. Und zwar wird die hübsche Ludmilla durch im Grunde Zauberei gemeinsam mit ihrem Flugzeug-Sitznachbarn in eine Spiegelwelt von New York geschickt. Da ist alles ein bisschen anders, so ein bisschen steampunky, ja. Statt Flugzeugen gibt es Drachen mit Körben dran und statt U-Bahnen gibt es Tausendfüßler mit Kabinen drauf und so. Und alles ist eben so ein bisschen so ein Steampunk-Magie-Universum. Statt Strom fließt eben Magie. Ist unglaublich charmant gemacht und die Herrscher über diese Welt sind die Preshorns. Und das sind total knuffige kleine Eichhörnchen, die immer gut drauf sind, außer zur Tea Time. Warum das so ist, will ich euch nicht verraten, denn ihr sollt immer selber was zum Lesen haben. Aber es ist urkomisch und ich habe ganz selten so gelacht wie immer wieder während Ecke. Der Clou, der dazu kommt, ist, dass Ecke sich natürlich, also Ludmilla, sich in Ecke, also in dieser Spiegelwelt, erstmal zurechtfinden muss, was nicht so einfach ist, vor allem, weil sie immer wieder von den Seelen gerade ermordeter Personen besessen wird und sich dann auch so verhält wie diese Personen natürlich und damit für wahnsinnig viel Verwirrung sorgt. Und außerdem muss sie dann eben diese Morde auflösen, damit der entsprechende Geist, der sie besitzt, Ruhe findet und sie wieder Ludmilla sein darf. Das Ganze ist unglaublich lustig gezeichnet. Es ist, vielleicht seht ihr das mal von hier, es ist unglaublich bunt und witzig gezeichnet. Es ist wirklich lustig. Es hat eine große Prise Humor und es hat auch immer so eine Mini-Prise unterschwellige Erotik. Nichts Schlimmes, nichts Pornöses, nur so ein Augenzwinkern wie in manchen von diesen Komödien aus den 70er Jahren. Das alles macht Ecke zu einem wirklich runden und einmaligen Leseerlebnis, das ich euch definitiv ans Herz legen kann. Deswegen würde ich sagen, haut mir in die Kommentare, ob ihr sagt, Mensch, Ecke klingt wirklich toll und ich ziehe mir das mal rein. Und ihr sagt, passt wirklich nicht zu mir, aber trotzdem cool, dass du es vorgestellt hast. Eure Meinung hier unten in die Kommentare. Lasst mir ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr nicht schon Abonnent seid, dann freue ich mich über euer Abo und ihr verpasst dann hier auch keine weiteren Videos mehr. Außerdem nicht das Gewinnspiel vergessen. Am 24. könnt ihr hier ein fettes Paket Comics abstauben. Dazu müsst ihr aber den im Video versteckten Buchstaben aus allen Videos finden und mir am Ende das richtige Lösungswort nennen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr euch selbst ein geiles Comic-Weihnachtsgeschenk verpasst. Mein Name ist Marc, ich sage danke fürs Einschalten, passt auf euch auf und auf Wiedersehen.